Eins. Bitte. Ja, hier ist es wieder, 500 André und ich von Onkel Matt zurück von meinem Minecraft-Server. Ja, von unserem Netz-Show. Und wir hatten ja jetzt gerade die Redaktion und die Bücherei behandelt mit dem Bücher-Plugin. Und als nächstes fliegen wir hier einfach mal durch diese enge Gasse, die auch so heißt. Wir haben ein paar Straßennamen. Ich zeig mal eben die Straßen. Ja, zeig mal den Straßennamen, wenn du dadurch glücklich bist. Ja, enger Weg, besser gesagt. Engweg 7. Hier ist halt eine Arena. Da gibt es eine rote Basis und eine blaue Basis. Viele machen ja entweder mit Schwertern oder irgendwie mit Pfeil und Bogen, die so halt Kämpfe. Und wir haben halt ein Plugin. Wir haben ein spezielles Texture Pack. Da sehen jetzt zum Beispiel das Buch wie ein Maschinengewehr aus und ein paar andere Items auch. Die Waffen, das ist halt speziell für diesen Plugin und eigentlich sind das ja halt Gartenfeldhacken. Die kann man auch auf andere Items umstellen und den kann man halt, wie andere, das wir gerade demonstrieren, schießen. Wenn man im Creative-Modus ist, dann wackelt der Bildschirm nur, wenn man getroffen wird. Im Survival ist je nach Art der Waffe ein bestimmter Schaden, Zeitenfolge. Und hier gibt es halt verschiedene Gebäude, wo man halt sich zwischendurch rumläuft. Man hat zwei verschiedene Startplätze und da kann man sich dann immer wieder hinwarpen. Wir haben für Admins, also Ops, so, dass sie die Packen, dass die Items nicht verlieren beim Tod, deswegen kann man halt sofort weitermachen. Ja, das hat Rüstung, damit das nicht sofort tot ist. Ja. Dann kommt nochmal gerade mit. Das ist sozusagen der Mittelplatz des Ganzen. Hier war eigentlich mal ein Feuerwerk. Alles, wie seitdem haben wir diesen Sockel nicht weggemacht, weil wir so ein Feuerwerk-Plugin haben. Das will ich jetzt nicht demonstrieren, weil manchmal sprengt das auch was. Hier unten ist eine Baumfarm. Ja. Da kann man halt Bäume farmen, damit man nicht so weit weggehen muss, um zu holen. Das kostet nichts. Da drin kann man auch Knochenmehl und Diamantäxte kaufen, aber der Eintritt ist eigentlich frei. Hier ist noch die Regelwand für die Baumfarm. Ist aber auch nicht so wichtig. Könnt ihr euch dann einfach angucken, wenn ihr auf den Server mal kommt. Hier ist dann noch eine Schaffarm. Da sind aber, da fliegen uns immer, nicht fliegen, Quatsch, kein fliegendes Schaf. Da laufen uns immer die Schafe weg. Da sind noch ein paar drin, die kann man halt scheren, aber die darf man da halt drin halt nicht töten. Die laufen halt immer weg. Ja, das ist unser Problem. Hier ist dann noch so ein Arena-Bahnhof, weil auf der Arena eine Strecke rund um, ja, auf der Mauer lang führt. Und André erklärt vielleicht nochmal gerade den Sinn dieses Bahnhofs. Ja, den habe ich entworfen und gebaut. Also jedenfalls kommt man hier, kann sich hier einen Button kaufen. Ich mache das jetzt einfach mal. Na komm. Ja, will wahrscheinlich gerade nicht irgendwie. Ja, ja. Ist jetzt aber auch egal. Kauft man sich halt hier einen Button, kommt hierher. Normalerweise steht hier mal ein Minecart, aber manchmal spackt das. Wie man hier unten, ich zeige jetzt mal die Technik, hier unten sieht, ist das hier immer mal ein bisschen verbuggt und klemmt. Und ja, weil manche Spieler einfach nicht wissen, wie das Scheiß funktioniert. Die poppen dann, normalerweise steht hier ein Minecart, dann steigt man da ein, nimmt den Button halt, macht den da hinten dran. Ich mache das jetzt mal mit dem Hebel. Und wenn man den umlegt, ja, und da kommt da halt, fährt man weg. Das hier wird aktiviert, fährt man halt weg und das nächste Minecart kommt und dann fährt man halt da oben rum und da oben ist halt ein Knopf, also man fährt rum und wenn man den Knopf drückt, fährt man da hinten wieder runter und das drückt man auf den Button und das Minecart fährt wieder unten ins Lager. Und es gibt halt, oben kann man halt diesen Knopf drücken oder man drückt ihn nicht, dann kann man den Leuten beim Betteln halt hier in der Arena zuschauen, fährt dann hier mal mit dem Minecart rum, ja, kann halt einfach zugucken, wenn man nicht unbedingt mit kämpfen möchte, ja. Hier ist dann unsere Pixel World, die ist im Moment noch im Aufbau, da haben wir jetzt erstmal so einen kleineren Baustopp eingelegt, das werden wir bald wieder weiterführen. Da steht noch Pixel World vor und ich weiß ja nicht, ob alle wissen, was Pixel Art ist, ich denke mal aber, dass es nicht alle wissen, deswegen erkläre ich es vielleicht mal gerade. Pixel Art ist, wenn man aus Blöcken, bei Minecraft, halt irgendwelche Kunstwerke, Skulpturen, Schriftzüge, die Werkzeuge nachbaut oder irgendwas aus Minecraft irgendwie nachbaut. Das ist halt Pixel Art. Ja. André, wo bist du jetzt? Ich bin hier oben, ich habe alles im Blick. Kannst du ruhig erklären, wenn du möchtest. Ach ja, da. Ja, hier haben wir halt als Eingangsbereich diese 6 Skins aufgebaut. Die zu den Skins sage ich jetzt auch mal gerade was. Also das Krümelmonster ist normalerweise mein Skin, wenn ich nicht diesen Skin hier habe, der so ein bisschen mich nachempfinden soll. Also nicht das Krümelmonster, sondern den Skin, den ich jetzt gerade habe. Daneben ist der Skin von Torbinator 102, der im Moment gerade nicht on ist, aber auch häufiger mal kommt, ist hier auch ein Admin, kennt ihr wahrscheinlich auch von YouTube. Dann noch ein Skin von mir, eine Milka-Kuh als Agent. Ja.
dann Darth Maul, das eigentlich die meisten erkennen können. Der Skin von André. Kann ich ja immer meinen Skin zeigen. Noch mal einen kleinen Aufnahmestopp machen. Ja. Ja. Erstmal, da hinten ist noch ein Skin von jemand anders und dann war es das auch vielleicht. Ja, können wir gleich noch zeigen. Und